Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir sind hier im Untergrund und ja, ich musste die letzte Aufnahme spontan abbrechen. Ich glaube, es hat bei mir geklingelt. Genau, es hat das Telefon bei mir geklingelt. Und darum sind wir hier stehen geblieben, haben am Ende noch gegen einen Gegner hier gekämpft und haben dann hier nicht mehr weitergemacht. Daher machen wir jetzt hier weiter. Und wir sind hier mit dem Babys hier unterwegs. Und ja, dann machen wir mal hier weiter. Wir sind, wie gesagt, im Untergrund des Pilzkönigreiches der Vergangenheit. Oh, 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 oh. Ja, sehr schön. Und ja, wunderbar. Die Gegner sind nicht schwer. Können aber trotzdem reinhauen. Und das Gute ist, die Kämpfe sind relativ schnell vorüber. Und das finde ich auch sehr, sehr gut an den Kämpfen hier. So, da gab es noch mal ein paar Pilze, waren es, glaube ich, gerade. Und wieder ein Gegner. Wieder zwei Stück. Ja, gut. Einen zu besiegen, das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Doch, können wir anscheinend schon. Wenn ein toller Treffer herausspringt, dann schon. Aber beim anderen da, ja, gut, besiegen wir den halt im Konter. Wenn er sich selber in die Luft sprengt halt. So, noch mal ein bisschen Geld. Sehr schön. Und dann geht es jetzt hier runter. Das ist ganz schön verzweigt hier. Ach lol, hier waren wir schon. Sind wir denn jetzt hier? Hier ist nochmal für Luigi was. War ein bisschen Geld. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Dann ist hier noch was. Hier geht, scheint es rauszugehen. Moment mal, wir sind jetzt aber woanders. Okay, okay. Wir sind jetzt woanders. Ah, okay. Das musste zwingend gemacht werden. Das ist hier auch ein bisschen anders aufgebaut als in der Gegenwart. Oh, Raketenhosen. Bedeutet, dass sie inzwischen wahrscheinlich umgebaut haben. So, Raketenhosen. Neue Bekleidung. Für die großen Brüder. Wow! Plus 10 Angriff, plus 15 Verteidigung, plus 10 Part. Hier bei... Hä? Ah ne, für die Babys ist das, für die Babys. Selber halt bei Baby Luigi auch, nur dass die KP sinken. Wir machen das natürlich dann bei Baby Mario. Weil Baby Luigi bessere Jeans hat. Gut. War erfolgreich, hat mir gefallen. War aber nicht zwingend notwendig für den Abschluss dieses Raumes. Dann gehen wir mal weiter. In welchen Raum gelangen wir jetzt? Das ist hier so ein Raum in so ein Mittelfeld, so wie ich sehen. Hier kreuzen sich die Wege. Okay. Und sonst mir auch nicht. Eine Bohne halt. Ja gut, rechts unten ist eine Röhre. Da müssen wir natürlich hin. Aber vorher will ich natürlich die anderen Räume auch. Ist wieder dasselbe. Also hier gibt es nichts Besonderes oder so. Halt außer halt die Bohne. Auch kein Eingang in die Röhren. Hm. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, auch. Hä? Was hat das alles zu bedeuten? Weil die Räume sind ja nicht hier grundlos. Da. Es muss ja hier einen Sinn haben. Dass diese vier Räume einfach nichts zu bedeuten haben, kann ich mir nicht vorstellen. Bin selber auch jetzt einfach überfragt. Dann gehen wir mal ganz normal weiter. Also, geht auch einmal hier nach unten. Interessant. Hier gibt es nochmal ein paar Items. Grüner Pfeffer und ein bisschen Geld. Ja gut, und sonst eigentlich nichts weiter. Geht's jetzt hier? Aber es kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Wirklich so, nix. So, hier kann man die Brücke unterziehen. Da oben gibt es noch ein paar Stacheln. Okay. Was passiert jetzt? Ey! Der verschwindet dann eine der Röhren. Ah, jetzt haben die Orte deinen Sinn. Wir müssen irgendwie... Der Kettenhund hat 4 Leben und wir haben jetzt einen Overworld-Kampf. Interessant. Wir müssen irgendwas mit den Dingern hier anfangen. Was passiert, wenn wir dagegen drücken? Der aktiviert sich. Da der Kettenhund jetzt dort in der Mitte ist, würde ich mal dementsprechend dieses hier mal betätigen. Vielleicht bewirkt das irgendwas. Ah, alles klar.
Jetzt geht ja dahin und jetzt müssen wir ja schauen, was wir da aktivieren. Theoretisch, wenn man das auf der Karte so glauben mag, müsste das hier und das dann hier das linke hier richtig sein. Interessant. Nur zwei Leben. Ja, an sich nicht schwierig, also das ist mir schwieriger vorstellen. Jetzt wahrscheinlich hier die unteren hier. Also das untere und das rechte halt. Das müsste laut Karte dann auch richtig sein. Ja, nichts Schweres. Also ich bin dann schwerer vorgestellt. Auch nicht so spektakulös. Oh! Jetzt ist es natürlich was anderes. Einer von den fünf ist es. Oder kann man schon vorher erkennen, wer das eventuell sein könnte. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied. Nee, dann schauen wir einfach mal. Das wird vielleicht den richtigen treffen. Schieße wieder aufs selbe Feld. Falsch. Woran erkennt man denn das? Es muss irgendwie einen Hinweis geben. Moment mal! Doch, natürlich! Ich erkenne es jetzt. Und zwar der zweite von rechts. Seht ihr das vielleicht auch? Der beißt gerade schneller zu. Die anderen machen. Und der zweite von rechts macht so. So, jetzt noch vom Takt her. Daran erkennt man das. Dass das auch die anderen halt einfach nur Bots sind. Auch von Google bezahlt. Oder von den USA oder was bei Artikel 13 war. So. Ja, das war schon nochmal besser. Aber leider gab es nur ein Rätsel davon. Man hätte es vielleicht so machen sollen, vielleicht das erste Rätsel halt ganz normal, wie wir die ersten drei Rätsel hatten. Das zweite Rätsel vielleicht auch noch, aber ich würde da schon irgendwie das wie Int einfügen, wie bei der vierten, und dann halt nochmal ein bisschen schwieriger, nochmal ein bisschen rätselhafter. So an sich war das halt dann nicht so geil. Ja gut, es geht für uns weiter. Ich hoffe, wir kommen mal so langsam raus aus den Katakomben, weil ich habe jetzt Bock eigentlich nach ganz oben aufs Pilzkönigreich zu steigen. Weil da ja Prinzessin Peach gefangen ist und die wartet auf uns. Okay, wir sind schon mal wieder im Pilzkönigreich im Obergeschoss. Und hier können wir die Babys runter. Und wartet. Wir hatten ja damals, da wo wir gerade sind, hatten wir uns damals gefragt, wie kommen wir hier nochmal hin? Oder hier oben generell hin? Und was haben wir vielleicht ausgelassen oder so? Nein, haben wir nicht. Jetzt scheinen wir dahin zu kommen. Raketen. Oh, nochmal Raketenjeans. Das nehme ich schon gerne. Ja, das macht ja auch einiges höher. Also. Da, Raketenjeans. Ja, komm, die 15 KP. Dafür Angriffs plus 20. Verteidigung plus 15. Bart plus 10. Also. Wäre auch ein bisschen dumm, wenn ich das nicht nehmen würde. So. Und dann geht es jetzt auch letztendlich wirklich hier rauf. Okay. Das war's dann aber auch schon. Ich dachte, man kommt jetzt, man kann da jetzt lang gehen. Jetzt werde ich angerufen von einer unbekannten Nummer. Ich bin mal ganz kurz weg. So, da bin ich wieder. Und, oh, ich habe aus Versehen auch den normalen Sound von Mario & Luigi ausgemacht. Sorry dafür! Dann gibt es hier einmal eine Röhre. Hier kann man, okay. Und hier können wir das zu unten machen. Okay, zur Röhre kommen wir jetzt noch nicht hin. Aber wahrscheinlich kommen wir da jetzt so hoch auf diese Seitengassen, wo wir schon immer halt gefragt haben, wie kommt man da hin? Und da gibt es ja auch noch was. Das gibt's wohl jetzt. Ja, genau. Da gibt's nochmal eine Bohne, die ich gerne mitnehme. Hey, ich habe eigentlich. Nee, habe ich nicht. Stimmt. Lol. Bedeutet, wir werden jetzt mit den Babys erstmal die ganzen Räume nochmal erkunden. Nur oben.
Da gibt es halt auch ein paar Gegner, soweit wir das noch wissen. Und stimmt, oben rechts kommen wir auch. Wir kommen oben rechts zu diesen Heißluftballon, nicht Heißluftballon, zu diesen. Oh, mir fällt der Name wieder nicht ein. Zeppelin. Auch nur mit den Babys hin, indem wir hier oben lang stolzieren. Bedeutet, das ist dann unser letztes Ziel. So, hier kann man auch Wege dann wecken. Wir gehen erstmal hier so lang. Weil da gab es ja auch noch viele, viele Items. Naja. Und wir wohl ruhig alles erkunden. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich halt nicht alles hier abklammere. So, da gibt es schon mal einen Gegner. Die kennen wir ja. Boah, mit einem Dino. Und das nur die Babys jetzt. So. Nein, schade. Okay, jetzt wird der verstärkt. Na egal. Gehen wir trotzdem hin. Boah, wie wenig Schaden wir nur noch machen. Ja gut, das ist nicht schwer. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich hoffe mal, in Zukunft treffen wir nur die Geister an. Ja gut, die Attacke ist auch nicht so schwer. Also, an sich ist der Dino nicht schwer. So. Keine Probleme. Sehr schön. Nehmen wir auch ruhig mit, um nochmal ein paar XP zu sammeln. So, jetzt geht's hier hin und dann geht's da nach oben. Da waren wir ja schon und da gab's auch, glaube ich, was. Genau. Da können wir nämlich runterspringen und hier aufmachen. Aber da kamen wir ja damals auch noch nicht hin. Oh, rote Panzer, Ultratau. Hier müssen dann nachher die großen Brüder stehen. Um das dann zu aktivieren, damit wir halt auch weiterkommen. Stimmt, und ich hatte ja auch im letzten oder vorletzten Part geäußert, warum gehen wir, weil wir ja wieder zum Anfang zurückkommen, warum gehen wir nicht den normalen Weg wieder zurück und gehen dann erneut hoch? Ja, die Antwort ist, fällt mir nämlich gerade auch ein, dass die Röhre, die da war, die ist ja immer noch nicht, wieder umgestellt, also die würde uns wieder in die Katakomben nach unten verbringen. Da müssen wir ja einen anderen Weg suchen. Und daher sind wir den Weg gegangen. Stimmt. Wenn ihr das nicht versteht, ist auch nicht so schlimm. Manchmal erkläre ich Dinge so ein bisschen kompliziert. So, dann geht es hier. Ist ein Gegner. Hey, ich habe doch X gedrückt. What? Dieser Großvater, ey. Vielleicht können wir den Geist schnell besiegen. Das wäre eigentlich ganz geil. Ach, schade. Aber er greift an und ist besiegt. Sehr schön. Und dann können wir uns um den hier kümmern und dann kriegt er keine Booster ab. Ah, diese Attacke. Ich hasse sie. Nein, Baby Mario. Komm auf, Baby Luigi. Ach, war klar. Ach, du heilige Scheiße. Ah, sehr schön. Super Blitz. Ich möchte, also bei den Babys darf man gar kein Risiko eingehen. Das ist, denke ich mal, klar. Das will ich auch nicht. Gar keinen Bock darauf. So, aber jetzt ist, denke ich, ganz easy. Jetzt werde ich wieder an. Hä? Bin ich heute so beliebt? Warte. Mann, oh Mann. Erstmal werde ich angerufen, dann das noch. Nur da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen, weil ich bin nebenbei noch auf einem anderen Teamspeak. Und da ist klar, dass man dann vielleicht angeschrieben wird. Hätte ich vorher disconnecten müssen. Mann, oh Mann. Naja, da bin ich auf jeden Fall erstmal raus aus dem Teamspeak. Nur, da musste ich jetzt nochmal lieber schreiben. Weil da was Wichtiges geklärt werden muss. Und daher.
Gut. Wir sind hier jetzt in diesen zwei kleinen Räumen, da wo auch Prinzessin Peachs Schlafgemach war. War, meinte ich. Aber Moment mal, hier oben war doch jetzt noch eine Treppe, oder nicht? Da will ich doch jetzt auch erstmal nachschauen. Hier. Was ist denn hier? Ah, okay. Oh, ein bisschen Ausrüstungszeug. Ja, man merkt, dass man auch, dass wir jetzt hier mit Items vollgestopft werden. Weil das Ende naht. Das Ende naht. Also, ihr könnt ja, also wenn euch interessiert, wie lange das Let's Play überhaupt noch geht, schaut mal bitte auf den Sendeplan. Link ist in der Videobeschreibung. Denn da sollte zum Zeitpunkt, wenn dieser Part rauskommt, schon auf jeden Fall stehen, wann das Let's Play vorbei ist. Ui, der ist besiegt, sehr schön. Von daher, es sind nicht mehr viele Parts. Ich will das Let's Play jetzt auch unbedingt beenden, weil ich habe voll Bock auf das nächste Let's Play. Ich habe voll Bock darauf. Und ich bin ja schon mega gehypt, aber ich denke mir, na, du musst erstmal Mario Luigi beenden. Natürlich macht das hier auch mega Fun. Merkt man vielleicht auch noch. Aber, ja, ich will halt das nächste Let's Play darauf nehmen, ey. Oh, muss der Großvater wiederbelebt werden. Unfair. Und tschüss. Ah, jetzt. Oh. Nein! Mann! Ah, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss erstmal im Wonderpits Baby Mario geben. Ich habe eben überlegt, ob ich angreifen soll. Aber das kann ja Baby Mario jetzt auch noch. Toller Treffer. Tschüss. Jetzt ist er besiegt. Sehr gut. Bevor der nächste Gegner naht. Bevor der nächste Gegner naht, werde ich natürlich die Babys mal heilen. So. Oh, Freiorden. Was ist der Freiorden? Orden, Freiorden, da. Setzt beliebig viele Angriffs-Items ein, bis du Schaden erleidest. Okay. Ja, ist trotzdem nichts so für mich. Nichts für mich. So, und noch zwei Wonderpilze DX. Haben wir bisher noch nie einen eingesetzt. Von den Wonderpilzen DX. Ist das mal aufgefallen? Und hier geht's dann nach rechts. Ah, okay. Hier geht's dann gleich hier lang. Okay. Kommen wir direkt zum Garten. Das ist doch schön, dass wir direkt zum Garten kommen. Dann haben wir so gesehen die linke Seite fertig. So gerne überspringen. Ja, wunderbar. Hab keinen Bock, um ehrlich zu sein, auf die Gegner. So, dann geht es einmal hier nach unten. Einmal nach oben. Jetzt die Frage, wo wir lang gehen. Oder erstmal hier lang gehen. Komm, den kann ich auch wieder überspringen. Ja, sehr schön. Hier rechts nichts weiter. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen runterfalle. So, dann geht es hier einmal nach unten. Da gehen wir mal kurz hin, weil da sollte eine Sackgasse sein. Ist es auch. Hm, Max Blitz, zwei Stück sogar. Sehr schön. Und dann geht es hier nach oben. Oh ja. Jetzt müssen wir gegen ihn dann doch noch kämpfen. War aber ein erster Angriff ein Glück. Ah, ich wollte doch eigentlich Baby Luigi heilen, Mann ey. Das bringt ja sehr, sehr viel. Obwohl, das kann sehr, sehr viel bringen. Huiuiui. Angriffsboost halt, deswegen. Ui. So. Dann heilen wir erstmal kurz mal die Babys. Ah, ruhig mal hier ein paar Ultrapilze raushauen. So. Sind wir wieder besser aufgestellt. Bevor wir... Nein. Ich wollte jetzt noch den. Bevor wir jetzt hier Game Over gehen. Moment mal, da war wieder so eine Treppe nach oben. Da sind bestimmt wieder ein paar Items, genau. Will ich natürlich nicht auslassen. Pfeffer und noch ein bisschen Geld. Wir kommen immer dem Ziel ein bisschen näher. Das ist doch schon mal gut. Da oben ist er noch. Da müssen wir dann ja auch gleich hin. Nur in diesem Raum haben wir noch nicht. Nein! Ach man. Steh auf, Bruder. Sehr schön. Ja, es war klar. Ey. Sehr schön.
Gut. Wie gesagt, die sind schnell besiegt halt. Was heißt wie gesagt? Ja, die sind schnell besiegt, wenn die richtigen Gegner dran kommen. Oder dieser Bob-Bomb. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schnell weg. Also ich glaube mal, hier gibt es dann weiter nichts mehr. Genau. Hier waren wir ja vorhin. Und wir hier auch auf der rechten Seite? Jetzt so gar nicht. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, doch. Gut, dann gehen wir jetzt an unsere Station zu den Zeppelinen. Und werden gleich ein schönes Feuer eröffnen, sozusagen. Oh, ich spür's in mir, wie. Wie das Finale an der Tür klopft. Das wird geil, das wird geil. Okay, hier oben ist noch ein Item, das möchte ich vorher haben, bevor ich hier irgendwas mache. Ah, 10 Münzen. So. Und dann erstmal mit den großen Brüdern. Ah, Leute, da ist ja noch. Komm ich da hin? Das ist mir schleierhaft momentan. Wie ich da hinkommen soll. Ja gut, wie dem auch sei, wir gehen erstmal woanders hin. Vielleicht finden wir es dann noch raus. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Und wenn, vielleicht ist da hier nur eine Münze oder so drin, kann ja sein. Aber wie hier auch keine Gegner sind, als wir das letzte Mal hier durchgegangen sind, da war ja noch alles voller Gegner. So, hier kommen wir jetzt auch durch. Und dann let's go. Ey, das war fies. Ah, warte, ist noch, ist noch, ist noch. Ist. Ach Mann. Ich hab nicht, ich hab irgendwie gerade kompletten Blackout gehabt, so gesehen. Aber jetzt passt es. Und tschüss. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin und bye.